Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. So, guck mal, hier habt ihr schon die Statue gesehen. Kommt mir bekannt vor, ne? Ja, abgebildet ist. Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. So Leute, mach mal weiter. Die Spitze des Speers untersuche die Kugel, die Hades erhalten hat. Die haben ja berichtet, dass hier sich irgendwas, dass hier was ganz komisch geleuchtet hat und so. Und Aloy soll dem jetzt auf die Spur gehen. Untersuche die Kugel. Die krieg ich niemals da raus. Was? Was wurde von der Spitze des Turms übertragen? Ich muss wohl irgendwie da hoch. Yay, wieder Kletterspaß. Hatte gerade ein bisschen was von Arthur, ne? Mit dem Schwert rausziehen oder so. So, klettere zum Fuß des Turms hinauf. Na gut. Und das mal. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Oh, das sieht gut aus. Einfach nur Kreis drücken? Okay, alles klar. Boah, hier ist eine lila Kiste. Ich mag lila Kisten. Altes schwarzes Armband und Metallschirm. Okay. Wie geht's weiter nach oben? Oh, Leute, ich freue mich ja so auf die... Wenn ich zurückspringe, kann ich die Seile hinter mir erreichen. Dankeschön, Aloy. Ohne dich wäre ich lost. So, und jetzt hier einfach rüber. Ich wollte noch gerade sagen, ich freue mich riesig auf die offene Welt und das Erkunden. Weil das ja auch alles so unfassbar episch aussieht dann. Halte L2 gedrückt und tippe Dreieck um an den Zug. Ah, okay, ist klar. So. Moment. So, jetzt. Anziehen. Ich sollte den Kran ran. Na, also. Okay. Eieieiei. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Aber wisst ihr was, Leute? Ich würde mal noch schnell die Stimmen ein bisschen lauter machen wollen. Ich mache es jetzt mal doch. Ich mache mal Dialoglaut, lasse ich mal so. Und ich mache mal Effekte auf 70. Und Musik mache ich auf 60 ungefähr. Ich kann das ja dann noch ein bisschen nachbearbeiten, dass das dann für euch nachträglich insgesamt noch ein bisschen lauter ist. Ich finde die Stimme immer zu leise und das finde ich schade. So, okay. Nutze den Fokus, um mehr über deine Umgebung zu erfahren und Rätsel. Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Geschafft. Jetzt sollte ich da hochkommen. Okay. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. So. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier hochklettern. Nee. Ist übrigens gerade ein Update fertig geworden, super. So, Keife, TWX haben wir zwischen den Finden können. Ja. Vielleicht nach rechts. Geht nicht. Und? Guck mal hier rüber. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Ha!
So. Okay, cool. Wie ein Profi. Wie ein Kletterprofi. Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding öffnet sich. Wie die Kaja sich das wohl erklären? Hier geht es sehr weit nach oben. Sieht das abgefahren aus? Das ist ein Scheiße. Da ist der Knoten. Aloy, du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Hab's mir ja fast gedacht. Auf in den verbotenen Westen. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Ich muss übrigens mal anmerken, die Regentropfen auf Aloys Gesicht sehen einfach mal mega pock aus. Also, die Grafik ist echt schon ganz schön nice. So, gib mir mal Bescheid. Du bist reingegangen, er veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Und ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil. Die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In 1-2 Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber.
Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. So, wir haben jetzt einen Streiterin-Speer. Ja, ich muss die Master-Überbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Das ist keine Werkbank. Da oben, wie es aussieht, ne? Retterin! Die Kugel bleibt unberührt, wie der tadellose Marat. Da, eine Werkbank. Ich hab sie gefunden. Gut, dann gucken wir mal. So, Speer-Upgrade. Installiert die Master-Überbrückung und ein neues Modul, um den Aufbau und die Freisetzung von kinetischer Energie im Kampf zu ermöglichen. Für den Einsatz ist die Fertigkeit Resonatorstoß erforderlich. Okay. Stellen wir das mal her. So, hergestellt. Okay. Master-Überbrückung installiert. Und was Neues. Um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonator. Hilft sicher im Kampf. Meridian wird seine Schuld niemals begleichen können, Retter. Okay. So, kehre zum Marathon mal zurück. Können wir los? Oder willst du dich noch länger mit deinen Freunden unterhalten? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber ich will in den verbotenen Westen. Zeit zu gehen. Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch, 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Ich bin immer sehr auf unser Speer-Upgrade gespannt. Allgemein, was da noch so alles für neue Mechanics drin sind, im Vergleich zum Vorgänger. Has grown so somber.
Ich hab grad Gänsehaut. Ist das gut gemacht? Es geht endlich los. In dem Verbot und im Westen. Damit nochmal herzlich willkommen bei Horizon Forbidden West. Jetzt geht's wirklich los. Stahl und Funke. Ha! Hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Ha. Komm ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang, oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartige. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten? Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulwund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkratz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin nur auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich! So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen?
Du wirst mir meinen Rückweg auf dem Berg. Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenpriester. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Klasse. Wir müssen dann übrigens gleich mal skillen. Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du, die Schrift. Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt dich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Das wird es. Vertrau mir. Ich muss Erend finden. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Ja, da würde ich sagen, wir versuchen erstmal nach Kettenkratz zu kommen. Sehr, sehr schöner Name. So, übrigens hier, ich muss mal mehr scannen, Leute. Das ist mir aufgefallen in der zweiten Folge, da, wo ich mal drüber gegangen bin beim Schneiden. Eiskalt so einen Punkt vor der Schnauze gehabt und weitergelaufen. Eieiei, da waren bestimmt wieder ein paar getriggert. Aber damit muss man leben. Das passiert. So. Okay. Sieht das hier toll aus. Schau mal eben hier oben. Komm ich hier hoch? Leider nicht. Oder? Von hier vielleicht? Entdecke ein Lagerfeuer, indem du dich ihm näherst und schalte so einen neuen Schnellreisepunkt frei. Okay. Bitterkraut. Sich in Lagerfeuern, die du entdeckt hast, kannst du schnellreisen, ohne ein Schnellreisepaket einzusetzen. Okay. Ah, da ist das Lagerfeuer. Mit mir. Wildschwein.
Das sind ja die Gräber. Die sind noch nicht so gefährlich. Du siehst essbar aus, wenn man dich kocht. So, wie sieht's denn aus, pfeilemäßig und so? Ach ja, wir müssen mal skillen, Leute. Wir müssen mal skillen. Inventar. Schauen wir jetzt ja gerade das erste Mal rein. Zugwerfer, jo. So, Fertigkeiten. Du hast deinen ersten Fertigkeitspunkt verdient. Fertigkeitspunkt erhältst du durch. Ja, Aufstufen, bla bla bla. So, ja gut, Aviskille und so, das kann ich mir schon denken. So, Überlebende, Eindringling, Maschinenmeisterin, Jägerin, Kriegerin. Das ist Fall Mili dann. Wobei ich gerade auch jetzt mal gerne mit dem Bogen gespielt habe. Was haben wir denn hier? Erhöhe dein Konzentrationslimit und verlängere die Verwendung. Ziele mit L2 und tippe R3 an, um in den Konzentrationsmodus zu gehen und die Zeit zu verlangsamen. Das ist ja geil. Gerade für so einen manchmal langsamen Gamer wie mich ist Konzentration plus nützlich auf jeden Fall. Lass das mal nehmen. So, wir haben aber noch einen Skillpunkt. So, dafür brauchen wir zum Freischalten 3 verbundene Fertigkeiten. Mhm, interessant. Was ist links? Dies ist ein Mutstoß. Erlerne alle 3 verbundenen Fertigkeiten, um ihn automatisch freizuschalten. Rüste einen Mutstoß aus, um ihn einzusetzen. Mutstöße sind starke Spezialfertigkeiten, für deren Einsatz du Mut aufbauen musst. Baue durch verschiedene Aktionen im Kampf Mut auf, zum Beispiel durch das Entfernen von Bauteilen, Zielen auf Schwachstellen und Besiegen von Gegnern. Jeder Fertigkeitenbaum bietet verschiedene Mutstöße, die jeweils eigene Vorteile haben. Okay. Bedeutet sozusagen, wir müssten jetzt das noch skillen und das noch skillen. Und dann hätten wir das, wenn ich das richtig verstanden habe. Konzentration, Regeneration. Und das schalten wir automatisch frei, wenn wir eins davon anscheinend. Ne, weil hier steht ja auch wieder verbunden fertig. Oder nee, wahrscheinlich müssen wir einfach noch rüberskillen, ganz normal. So, tiefe Konzentration. Konzentration wird langsamer verbraucht, die Verwendung wird verlängert. Ja. So. Und jetzt haben wir nicht mehr Skillpunkte. Okay, lass mich das mal eben ausprobieren. Funktioniert es aber gerade nicht mit der Konzentration. Ich zumindest probieren es mal im Kampf. Testen es mal. Ja, 3 sollte ich drücken, ne? Hier ist es doch. Langsamer ist es, glaube ich, geworden, ne? Ja, es ist langsamer. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es so schlau ist, auf Bogen zu gehen, weil Controller und Zielen, oh, da ist noch einer, bin ich halt super lost. Aber egal. Beenden wir das schnell. Geht das Ding jetzt ab? Vielleicht kommt noch was. Au! Und Dodgen ist auch eine andere Taste. So, eine Beere nehmen. Den schnappe ich mir auch gleich noch. Ihr seht, das Aim ist auf jeden Fall on point. Ich werde unbedingt den Kanister erstmal haben. Haben. Ja, vielleicht wird es ja mit der Zeit besser, ne? Es hat noch kein Meister von Himmel gefallen, wie gesagt. Diese Maschinen müssen das Lager zerstört haben. Lange nicht mit dem Controller gespielt. Nicht sicher. So. Fehlt auch nicht mehr viel für die nächste Stufe. Ich habe auch ein bisschen Bock auf den Grind, muss ich sagen. Schön mein hochleveln. Ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Für den OP werden. Okay. Und? Ich will es nochmal testen, Leute. Moment. Und mir jetzt schon leid tut. Okay, also ging auch Loot. Wildschweinhaut. Östliche Bestie-Rippe, Wildfleisch. Okay.
Na gut, da müssen auch die Wildschweine dran glauben. Was ist das Lilanes? Wildschweinknochen. Okay. Ich mag ja farbigen Loot. Ich glaube, das ist noch so eine Diablo- bzw. Path of Exile-Krankheit. Ich bin einfach großer Fan von sowas. So, aber ich würde trotzdem dann, denke ich, erstmal Kettenkratz machen. Moment, hier ist so ein Datenpunkt. Wegen den Säurefallen. Hieß es ja, dass das Sinn machen könnte. Ist sowas grün? Ich glaube aber auf der Konzentration jetzt erstmal zu gehen, mit dem Verlangsamen und alles. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich im Vorgänger gespielt habe. Aber ich denke, also für mich klingt das erstmal sehr, sehr, sehr stark. Ein Edelstein. Grün wie Lohe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind? Okay, das scheint also ein Verkaufsgegenstand zu sein. Du hast ein Stück Grünglanz gefunden, eine seltene und wertvolle Ressource. Grünglanz kann genutzt werden, um Waffen und Outfits zu verbessern oder mit bestimmten Händlern getauscht werden. Es ist auf der ganzen Welt versteckt. Okay, wir können dann auch unsere Ausrüstung damit besser machen. Dann würde ich es wahrscheinlich eher nicht verkaufen. Können wir dann gleich mal gucken. Ah, nee, scheiße, das ist hier drauf. Nee, scheiß nicht drauf, ich nehm's mit. Aber das ist halt krass in dem Game, ne? Theoretisch kann man hier einfach auch 100 Stunden mit Looten verbringen. Deswegen muss man halt hier irgendwann auch mal an ein paar Sachen vorbeilaufen, die man zumindest schon mal hatte. Oder ein bisschen Vorrat hat. So, Kettenkratz müssen wir in die Richtung. Sehr schön, das ist... Ich erinnere mich, dass das früher auch immer so war. Es ist halt wirklich lange her. Ich weiß gar nicht. Ja, mir tun die Tiere auch leid, Leute. Aber alles für den Grind. Was ist da hinten? Ich weiß auch gar nicht mehr, wann, wie lange das her ist. Es ist so 4-5 Jahre her oder so, oder? Der erste Teil? Das ist ewig hier. So, da sehen wir schon den Wall von Kettenkratz. Tote Maschine. Muss ein Dornrücken sein. Vielleicht hat Erend sie erlegt. Ich kann mir aber leider nicht looten. Der Boden ist mit Säure getränkt. Ob das liegt, das muss Kettenkratz sein. Joruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Ich könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. So. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Ja. Okay, Leute, lass mal Kettenkratz gehen. Und Rum und Wildschwein gehört. Ich hätte halt nochmal Bock auf epischen Loot. Guckt, kriegen wir nochmal blauen Loot, Leute. Brauchen wir alles dann, um unsere Ausrüstung zu verbessern. Muss ich jetzt zumindest mal von ausgehen. Alter, guckt euch das mal an hier. Lauter Wildschwein habe ich mir das noch gar nicht so richtig angesehen mit den Bergen. Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Möchtest du rein, Retterin? Nicht so aggressiv, alle. Willkommen in Kettenkratz, Retterin. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Bei der Schmiede. Petra? Aloy, was machst du denn hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Schön, dich zu sehen. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Tja.
Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstopp. Ah, oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Orwind? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Peter, Peter. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann zieh ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Ja, die ist ein bisschen pissed. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Ja, erst den Loot verbessern. Erst dann den Freunden helfen. Ich geb dir einen aus, du saurer Funke. Oh, hallo. Na gut. Warte! Die Werkbank ist frei, wenn du an deiner Ausrüstung basteln willst. Voll belebt hier, war schön. Okay, wir gehen mal zurück. Und die Essen muss. Das ist wahrscheinlich da drinnen dann. Dann aber das ist okay. Werkbank benutzen. Okay. Waffen-Upgrades. Frostschneider. Upgrade Stufe 1. Ich wollte, glaube ich, gerne erstmal Bogen gucken. So, schaltet neue Munition frei, verbessert Waffenstatistiken. Feberzirkulator. So, hier erhöht sich. Ja gut, was halt da stand. Ne? Ist das unten das Säure? Ist ein Säure-Symbol. Ne? Das schalten wir anscheinend dann frei. Bin mir unsicher. Ich drücke einfach mal. Säure Jägerfeuer haben wir jetzt freigeschaltet. Okay, cool. So, wenn wir uns Stufe 2 leisten können, würde ich mir das auch gleich noch holen. Sogar ziemlich easy. So, und jetzt brauchen wir eine Gräberklanghülse. Dann können wir den auf Stufe 3 bringen, den Bogen. Okay, das heißt, wir müssen noch ein paar Gräber dann weghauen. Hier geht auch noch ein bisschen was. Ich muss da auch noch viel mehr drauf achten, wenn ich diese Frostsprengschleuder benutze, dass da dieses Feld voll geht, ne? Dieser Status, dieser Froststatus. So, Outfit Upgrades. Verbessert Widerstände. Wir werden wahrscheinlich früher oder später eh bessere Ausrüstung bekommen. Aber zumindest mal auf Stufe 1 können wir es ja mal bringen. Wir können auch Stufe 2 leisten. Aber wie gesagt, Leute, ich denke, wir kriegen bald eh irgendwann bessere Ausrüstung. Halte ich mich mal noch ein bisschen zurück hier. So, kleiner Gesundheitstrank. Können wir die jetzt einfach nur herstellen? Können wir? Kleiner Gesundheitstrank wurde hergestellt. Okay, mehr geht nicht. Beutel-Upgrades. Dann können wir mehr tragen. Ja, das ist Pock. Das hätte. Ah, guckt mal, bloß gut. Wegen, ne, Wildschweine und so. Deswegen können wir uns das jetzt leisten. Dann können wir mehr tragen. Ohne, dass das in unsere Kiste reingeht. Voll gut. So. Gleich nächste Stufe. Ach, das ist der Bombenbeutel. Das ist Rohstoffbeutel. Jäger. Oh ja. Waschbärhaut brauchen wir. Okay, Waschbären. Fallenbeutel. Trankbeutel. Das ist auch wichtig. Dafür müssen wir Eichhörnchen leider erlegen. Okay, den Wildschweinknochen brauchen wir tatsächlich nur für den Bombenbeutel. Dann können wir zwei Sprengschleudermuni mehr nehmen. Geil, okay, dann let's go. So, sehr cool. Spezialausrüstung, können wir das auch verbessern? Nee, die können wir hier noch herstellen. So, wie gesagt, hier das muss jetzt nicht unbedingt sein mit der Rüstung. Mache ich später, wenn ich merke, ich finde nichts Besseres. So eine Sprengfalle können wir einfach noch herstellen auch wieder, ne? Okay, dann machen wir noch ein paar Ballons. So hätten wir.
So, eine Munition, die Säureschaden verursacht, ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Scanne Gegner mit deinem Fokus, um herauszufinden, ob sie säureanfällig sind. Gegner mit Säure zu treffen, baut ihren Korrodierzustand auf. Sobald dieser Zustand aktiv ist, nimmt die Rüstung eines Gegners Schaden über Zeit und der Widerstand gegen Schaden ist geringer. Trifft Säurekanister mit Säurefallen, um sie zu sprengen und eine große Elementarexplosion auszulösen. Okay. Alles klar. Das könnte hilfreich sein. Ja. Jetzt muss ich noch Erend finden und mit ihm die Dornrücken erledigen. Und eine Sache will ich eben. Es ist halt schwierig, ne? Weil der Sound ändert sich immer so ein bisschen, wie laut die Stimmen sind und so. Ich mache jetzt, und ich hoffe, das ist jetzt final, Effekt auf 80% und Musik auf 70%. So. Grundsätzlich ist es immer gut, wenn die Stimmen ein bisschen lauter sind und so. Ich glaube, das ist deine Runde. Meine Runde. So, und dann können wir hier nochmal anders feuern. Also auch Schnellreise machen. Sehr cool. So, jetzt lass mal gucken wegen Feind. Jetzt kann ich einfach hin und her switchen. Okay, ich verstehe. Sehr cool. So, und jetzt haben wir auch 6 solche Frost-Sprengschleuderbomben. Sehr, sehr geil. Cool. So. Gut, dann würde ich sagen, wir helfen mal hier erstmal unserer Kollegin, oder? Wir haben hier ganz viele optionale Quests und so. Ich will mich nicht unterhalten, nur dass du es weißt. Aber wisst ihr was, Leute, ich sehe auch gerade, die Folge geht schon wieder ein kleines bisschen. Ist eine gute Stelle. Dann machen wir erstmal Schluss hier, ne, mit dieser Folge. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit schon mal vorab. Danke für den Daumen und für das Feedback. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.